Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir müssen jetzt als Aya zusammen mit Bayek das Grab des Alexanders des Großen erkunden. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten... Sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand... Können wir interagieren, aber passiert nichts mit. Mit den Gemälden. Er wurde als Erlöser begrüßt, als er in Memphis ankam. Er war ein Eroberer. Boah, ich komme ja schon. Bin schon da. Ihr Kleid. Rex Immortalis. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Sie ist gut. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Cäsar. Unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Ach, jetzt sehe ich erst, wie groß der Sarkophag ist. Wir haben den großen König gefunden. Also, da in diesem Sarg ist nochmal ein Sarkophag. Warum müssen wir sie spielen? Ich checke es nicht. Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Nee. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gerne an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Aber ich finde das jetzt nicht in Ordnung. Wir haben die ganze Zeit ihn ausgerüstet. Wir haben ihn hochgelevelt ohne Ende. Er ist jetzt Stufe 39, ja? So. Und jetzt heißt es auf einmal, nö, jetzt spielen wir erstmal Aya mit Level 31. Hat sie auch ein Pferd?
Aha. Warte mal, hat sie überhaupt irgendeine? Sie hat keine Ausrüstung, gar nichts. Oi, this Maisonos Afrosinis. Hayek. Morias Palaske Vasma da Dudanist. Ich gehe von hier. Halt! Bleib stehen! Oh, das sind nur Level 9? Ich sammle die Truppen! Ich hab das Ziel in Sicht! Alarm! Angriff! Reiß dir die Eingeweide raus! Eine ganz schön knappe Sache. Ich ruf die Truppen! Wir müssen den aufhalten, den Typen da müssen wir aufhalten! Ich hab das Ziel in Sicht! Deine Zeit ist um! Was? Du hättest nicht herkommen sollen. Ich helf mal, Bayek. Reiß dir die Eingeweide raus. Ich ruf die Truppen. Adelphos! Ich hab das Ziel in Sicht. Hast du denn Brot? Ich ruf die Truppen. Scheiße, Verstärkung ist auf dem Weg. Das arme Pferd, du Wichser, du. Okay, der ist ziemlich hardcore. Um den kümmere ich mich jetzt auch nicht weiter drum. Hey! Halt auf dein Maul! Fängt es an hier zu schießen. Wir müssen aufholen! Huchala! Scheiße. Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Oh. Hallo. Dafür kann sie besser schießen als Bayek. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Oh nee. Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Der Löwe? Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Schakal, Skorpion und Löwe. Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Bayek, du machst das da schon, ne? Zu mir, Brüder, wir müssen aufholen. Da muss ich runter. Da ist ein Pferd, wunderbar. Tut mir leid, Bayek, dass ich dich so im Stich lasse, aber das ist jetzt gerade wichtig.
Jetzt auch noch Römer? Welche Invasion? Ich brauche jetzt ein Pferd. Hab ich doch. Don't fair. Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren, bis die Götter. Meine Mitbürger, wir müssen zu den Waffen. Ich meine, ich habe ja wirklich nichts gegen Aya und ich habe auch nichts dagegen, dass wir mal endlich dass wir auch mal eine Frau spielen. Ist ja nicht viel, nur Evelyn, sie jetzt und bei Syndicate, wo man die Schwester auswählen konnte. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich gehe zum Serapeum. Auf jeden Fall. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Aber ich finde es halt blöd, dass die wir... Götter sind auf unserer Seite. Weiß ich nicht. Bayek so aufgerüstet haben. Fähigkeiten und alles. Und nun für die Katz, bitte. Lass uns nicht für ewig... Aya spielen. Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos nicht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Caesar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Hat sie sich nicht selbst umgebracht später? Weil sie mit allem nicht mehr klarkam? Nun, der wichtigste Teil des Plans. Leg dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lass die Schlacht toben. Aya mag Caesar nicht. Sie denkt bestimmt, er ist frauenfeindlich. Aya, wenn du unseren Bruder findest, Gines Doi. Weil er hat ja das Säckchen nicht ihr gegeben, obwohl sie es nehmen wollte, sondern hat ich Beie gegeben. Ich rieche Krieg! Wir setzen unsere Königin auf den Thron! Du bist die Einzige, die einen Thron verdient! Gib mir das Pulver! Caesar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Sag ich doch. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste! Was sollen wir noch mal tun? Ich habe nicht zugehört. Vorsichtig. Hier sind viele Wachen. Okay. Auf den brennenden Schiffen? Macht sich schon mal sehr gut. Okay. Ach komm. Das sah so gut aus. Ich hasse es zu schwimmen. Tote Soldaten. Von wegen, hier sind viele. Achso, das sind unsere. Alles klar. Erreiche die Spitze. Ich laufe einfach mal durch. Was? Boah. Ich muss mal hier an den Schritt hier so hoch. Danke. Oh Gott.
Eieiei. Ich könnte jetzt hier so hoch. Das brennt. Ah, ich brenne schon wieder, ey. Es gibt doch nichts. Hey! Zerquetsch mal einer diese Lotusblüte. Wie konnte sie so weit kommen? Halt, kleine Frau! Tötet sie, damit wir uns um echte Probleme kümmern können. Diese römischen Malakas. Meine Klinge ist gekränkt. Aber sowas von. Das! Hilfe! Eigentlich ist eine Frau da drinnen ja viel besser, ne? Weil keine Sau traut ihr das zu. Da ist nichts, das uns interessiert. Okay, wir müssen wieder aus dem Fenster. Oh nee. Oh nee. Ich wusste doch, dass ein Skarabäus meinen Turm hochklettert. Du erinnerst mich an die alexandrinischen Huren, die ich vom Orden der Ältesten geschenkt bekomme. Vielleicht behalte ich dich ja. Oh Gott. Jetzt hast du sogar mein vulgäres Herz beleidigt. Der Leuchtturm gehört Ptolemäus. Hinfort! Der Pharos wird nur für Kleopatra brennen. Da hast du deine Hure, du Arsch. Puh. Hure, ey. Ich glaub, die Spinne. Tch. Das war jetzt wahrscheinlich so ein Frauenwitz. Okay. Mhm. Hopp. 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 Es wird hoch. Ich muss mal einmal so synchronisieren. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das später auch noch kann. Wirf den Ring ins Feuer. Wie in Zeus Namen hast du meinen Hauptmann getötet? Heiß. Heiß, 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 heiß. Das wird heiß. Oh, spielen wir jetzt Bayek, der jetzt Aya rettet? Ja, tun wir. Ptolemäus Männer brechen durch! Nein! Wir warten, bis ich das Signal sehe. Ich glaube nicht, dass du einer Frau eine so wichtige Aufgabe anvertraust. Wie soll die Flotte ihre Befehle empfangen? Habt Geduld, Cäsar. Na doch. Alle Jagda ist! Komm! Wir ziehen auf das Schlachtfeld! Mechai, decke den Rückzug! Viele haben an Aya gezweifelt! Und alle sind durch ihre Klinge gefallen. Ach, er liebt seine Frau aber wirklich, ne? Also das kann man ihm ja... Kann ihm ja auch nichts anderes nachsagen. Was soll ich tun? Geht aus dem Weg! Ich fahre auf jeden Fall nicht. Halt dich fest! Hart nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen? Sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute.
hinter uns, Mann! Arme Pferd immer. Hinter uns, Mann! Da bist du! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Verdammt, was? Oh ja. Hey, hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre, dass noch mehr aufholen! Ja, ist doch gut. Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Nein, oder? Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus! Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Nein, oh mein Gott! Irgendwas. Oh Gott! Du kannst nicht fliehen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten. So schlimm kann es nicht sein. Es ist Osiris persönlich. Den kriege ich nicht. Die Pfeile machen ihn nur noch wütender. Den Wagen ruhig halten. Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter. Oh. Okay, wir dürfen nicht schießen. Wir dürfen nicht auf diesen Elefanten schießen. Das war wegen dem Spruch, das macht ihn nur noch wütender. Okay, aber die, also diesen Typen, der da oben drauf ist und den wohl lenkt oder sagt, wo er hingehen soll, den können wir auch nicht treffen. Was kann ich also tun? Ich weiß es nicht. Ach ja, war klar. Geht aus dem Weg! Halt dich fest! Hart nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken. Ich halte sie auf Abstand. Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute. Hinter uns, Mann! Zieh nach hinten! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran. Dann arbeite schneller. Wer schießt hier? Was hält uns? Hinter uns! Der Wagen holt auf. Ich höre das Fenno noch mehr wieder. Aufholen. Ich schieße so schnell ich kann, Römer. Wir müssen aufholen. Ach, das ist nicht gut. Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Was? Was hätte ich denn jetzt tun sollen? Diesmal habe ich nicht auf das Vieh geschossen. Was hätte ich denn tun sollen? Nach war Alexanders Vater eine Schlange. Nach einer anderen Legende besuchte er ein Orakel, das dank Blut im Wasser kultivierte, vom Blut im Wasser angelockt. Was hätte ich denn tun sollen? Ich kann ja das Vieh nicht lenken. Halt dich fest! Hart nach links! Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Da sind viele von denen hinter uns! Da sind viele von denen hinter uns! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Was? Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre, dass noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ah.
Ah, das ist nicht gut. Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen. Hey! Ein Leichter! Wir müssen kämpfen. Haltet euch bereit, Caesar. Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten. So schlimm kann es nicht sein. Es ist Osiris persönlich. Da! Und zack. Ich weiß nicht, ich kann nichts Osiris bewegen. Wird dir nicht gnädig sein, du Bastard. Ich kann nichts drücken. Ich kann weder mein Schwert ziehen, noch kann ich irgendwie lenken, noch kann ich abspringen oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß es nicht. Weiter auf den Elefanten schießen, bleibt er da nur. Halt dich fest! Hart nach links! Vielleicht auf die Füße schießen? Bist du so schnell mit dem Bogen, wie alle sagen, sonst sind wir tot! Konzentriert euch aufs Lenken! Ich halte sie auf Abstand! Das sind doch deine Landsleute, oder nicht? Alle, die unser Volk verraten, sind nicht meine Landsleute! Zieh nach hinten! Stirb endlich! Hinter uns, Mann! Wir sind umzingelt! Ich arbeite daran! Dann arbeite schneller! Hey, schießt hier! Hinter uns! Der Wagen holt auf! Ich höre, dass noch mehr aufholen! Ich schieße so schnell ich kann, Römer! Ach, das ist nicht gut! Was ist denn? Hoffentlich finden wir es nicht heraus. Schneller! Vielleicht können wir ihn abhängen! Wir müssen kämpfen! Haltet euch bereit, Caesar! Das wird schlimmer als eure bisherigen Schlachten! So schlimm kann es nicht sein! Es ist Osiris persönlich! Die Pfeile machen ihn nur noch wütender! Den Wagen ruhig halten! Ich konzentriere mich darauf, nicht zertrampelt zu werden, Ägypter! Ich habe eine Idee! Hauptsache, wir werden das verdammte Biest los! Oh, das arme Vieh! Der Leuchtturm nähert sich schnell! Wir müssen uns wirklich... Ich kann nicht! Wirf fester! Leichter gesagt als getan, mir tun die Finger schon weh. Ach, das arme Ding! Die Flotte! Ich habe nichts mehr, das ich werfen kann! Jederzeit, Bayek! Was tut einem Herzen weh, ne? Man wird Lieder über uns singen! Ich hoffe nicht. Und jetzt, auf zu den Schiffen! Wir werden Helden des Schwerts und Verstands! Nee. Oh, das ist auch... Ich dachte, wir dürfen nicht auf den schießen. Also... Was stimmt nicht mit dir? Neil Delta? Achso, 3 Tage... Ihre Linie geht über 3 Stadien. Laut unseren Spekulatoris führt Potinus diesen Angriff. Beschäftigt ihr die Soldaten? Ich kümmere mich um Potinus! Ad Victoriam! Was auch immer. Aber ich muss sowieso jetzt Schluss machen. Und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Solange ihr noch könnt!